Da darf gerne noch ein kleines bisschen mehr kommen, auch wenn es nach Ihnen geht. Vierter Platz war bislang sein bestes Ergebnis. Hoka Challenge Cup Sieger. Das ist hier also für ihn auch wieder ein bisschen weiter nach vorne geht als die derzeitige siebte Tabelle. Willkommen. Das Grün wird von hinten jetzt gezeigt. Das heißt, vorne werden die Ampeln jetzt nacheinander angeschaltet. Ampel 1, 2, 3 ist geschaltet. Nummer 4 leuchtet. Die fünfte brennt auf. Und damit geht die Reise jetzt auf. Den Weg und ein ganz schlechter Start für Dennis Trabing im hinteren Bereich des Feldes. Kommt der überhaupt nicht in Tritt und fällt fast bis an die vorletzte Position zurück. Drittletzter Angehen etwas. Das für den US-Amerikaner, der Tabellendritte, während sich vorne an der Spitze schon planiert hat. Da geht es gut gemacht, das war hier an. Fünfte Position in dieser ersten Runde. Und Jensen hat gleich eine ganze Menge Druck hinter sich. Da ist nämlich allen voran Christian Danner, der da viel Druck ausübt. Der Legendenpilot auf Rang 7, Moritz Österreich, direkt dahinter, schwarzes Fahrzeug. Das zweite schwarze Fahrzeug mit der Abstellung, das ist Jan-Henrik Kuhn. Die beiden in der ersten Gemeinschaft. Hat sich versucht, den Windschatten wieder heranzuziehen. Die lange gerade hinunter, lässt aber den Windschatten abweisen, weil er ausschert aus selbigem, um vielleicht den Überschuss dann schon ausnutzen zu können auf den geraden Wasser. Der Bundes ist weiter zu stellen. Da muss sich Gießler also ganz dezent anstellen. Während dahinter ist weiter zu stellen, hier geht es, dass man jetzt die Hand vor den Platz angeschickt. Und dann ist er auch schon zwei groß. Und in wir arbeiten noch mal so ein kleines bisschen auf im Bereich. Ab der siebten Position brennt wieder der Baum, inklusive der danach folgenden. Da ist auf jeden Fall zum einen beteiligt Manuel Farnauer. Zum anderen ist da auch Pedro Lamy mit beteiligt. Die sind da aneinander geraten. Also schon der Drittplatzierte der Legendenwertung. Und da weiter sogar seinen Christian Danner kann zumindest noch lächeln. Das finde ich auch schon mal
wenigstens sehr erfreulich. Wie gesagt, er wird sich jetzt mit Sicherheit erstmal bei seinen Mechanikern entschuldigen. Und es sind nicht nur die Teile Ende Start-Ziel, es sind auch gerade die Teile, die Christian Danner dort unten verteilt hat, im Bereich Schiller-Ends, Ausgangsschiller-Ends, dort da reingeschlagen hat. Ja, also gilt es erstmal, worauf man denken muss, wie er am schnellsten wieder von Adam Gladisch davon kommt. Heißt mit anderen Worten, Safety Car ist drin, Start ist wieder freigegeben, der Restart darf erfolgen. Und ich wage mal die Prognose, es ist wohl tendenziell eher Ola Nilsson, der dort die besseren Karten in diesem Startprozedere haben wird. Aber wie gesagt, was dahinter folgt, auf Rang 3 und 4, sollten wir auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Sowohl ein Nicola Larini, der stark gehaust hat, was mit seinem Busch war, wie auch ein Kevin Jasper bringt. Das allerdings wird sich der Schwede denken, ist nicht unbedingt mein Thema. Fehler sind nicht unbedingt an der Tagesordnung auf dem Schirm von Ola Nilsson. Insofern wird hier also Gladisch alle Register ziehen müssen. Was für Register hat vielleicht noch ein Nicola Larini? Was für Register hat ein Runde 19. 2-1, dahinter 4-4 und die 0 in der Seitenscheibe. Und die wird allerdings sowohl bei Giesler gesehen, wie auch bei Jan-Hendrik Ruben. Lediglich Moritz Österreich hat noch die 1 in der Seitenscheibe. Und es gibt wieder einen, der gespannt ist, nämlich Michaela Rolling-Koschulinski, die Schwedin. Der legt gleich ins Gewand wie Jan van Katzen, unser Talentsieger. Jetzt möchte ich mal zu behaupten, das wird dann für die Trennung nicht mehr. Da weit nach innen rein muss. Und da kann man jetzt verkraften, dass man das Wort hat. Er kommt, wenn jetzt die Schweden den Talentsieger aus Deutschland oder Sport. Der wusste gar nicht, wie es geschieht. Dutzendzeit wäre Anfahrt und Einfahrt. Und es steht das nächste auf Ramirez, ebenfalls im Reifenstapel. Das kann der Rundigkehre. Und es gibt die Red Flag. Nee, das war nicht Rundigkehre. Das war unten im Bereich der. Dutzendzeichen. Werden wir nochmal die Zeit zur Einspielung des Mexikaners mit Unach in Bremen sehen, der sich da bei der Dänin Michel Gatting angelehnt hat.